Für den netten Abend, Schnecke. Ja, ja, hör zu. Erzähl keinem hiervon, kapiert? Es soll nicht jeder wissen, dass ich mich von Typen auf der Straße abschleppen lasse. Es war nur ein Cash Grab, verstanden? Pff, wie auch immer, Schlampe. Autsch, oh, was eine Beleidigung. Lass mich wissen, wenn dir was Kreativeres einfällt, du schlecht verpackter Sack voll Pferdescheiße. Und grüß deine Frau schön von mir. Schnucki. Sack voll, fick dich. Hey! Scheiße gelaufen, Dragshow! Oh mein Gott! Meine Drogen! Verdammt! So sind sie, die feigen Zünder! Kaum Widerstand gegen meine Revierübernahme! Weise Entscheidung! Die Macht meiner Maschinen ist unerreicht! Kein Dämon kann es mit meinesgleichen aufnehmen. Ui, das war wirklich toll, Boss. Ja! Yeah! Den haben sie es wirklich gezeigt. Super Einsatz der Strahlenkanone. Ach, ich wünschte, er würde mich mal beschießen. Wenn es so weitergeht, werde ich bis morgen früh die gesamte Westseite des Pentagramms kontrollieren. Und nichts, nicht ein Biest in diesem Höllenloch wird noch in der Lage sein, dieses Imperium aus meinem eisernen Griff zu lösen. Junge! Die Hölle ist mein und jeder wird meinen Namen kennen. Serpent! Pardon, wer hat das gesagt? Was habt ihr gerade über mich gesagt, ihr frittierten Hühnerföten? Redet! Das waren wir nicht, Herr Bossmann. Du suchst nach dem Kampf, alter Sack. Schaff deinen Technikspielzeug-Bullshit runter von meinem Rasen, bevor ich alles kurz und klein schlage. Noch kleiner. Oh, du willst tanzen, Kleine? Das Angebot nehme ich mit Freude an. Guten
Abend, ich bin Katie Killjoy. Und ich bin Tom Trench. Es herrscht Chaos in Pentagram City. Ein blutiger Revierkrieg tobt zwischen dem berüchtigten Mafia-Boss Sir Pinches und der selbsternannten krassen Draufgängerschlampe Cherry Bomb. Ganz recht, Tom. Nach der jüngsten Ausmerzung stehen viele Territorien vollkommen frei. Dämonen aus aller Hölle kämpfen um die Vorherrschaft in diesen Gebieten. Die zwei gehen wohl richtig zur Sache, was? Sie reißen sich förmlich Zahn und Nagel aus für den Hotspot. Ich würde ja gern mal Ihren Hotspot nageln. Du schwanzgesteuerter kleiner Scheißkerl, Tom. Oder sollte ich dich lieber schwanzlos nennen? Gleich im Anschluss haben wir die Tochter des Obermackers der Hölle höchst persönlich zu Gast, die uns alles über ihr neuestes Herzensprojekt erzählen wird. Das und mehr gleich nach dem Schnitt. Arschlucks runter, dummer W... Okay, du erinnerst dich an deinen Text? Ja, gehen wir's an! Sieh mich einfach an und ich helfe dir. Komm schon, Waggy. Ich weiß, was ich sagen will. Ich finde nur, wir sollten... weiß auch nicht. Mehr Aufregung reinbringen. Wie wär's, wenn ein ich... ein Lied drüber singst. Du wusstest, was ich sagen wollte. Weil ich dich kenne, aber bitte sing nicht. Die Sache ist ernst. Na, du weißt doch, ich kann mich und meine Ziele nun einfach besser singend ausdrücken. Aber das Leben ist kein Musical, Liebes. Schön. Aber ich habe schon einen Plan, was ich sage. Alle markierten Stellen gefallen mir am besten. Das ist aber alles markiert. Ist das eine Zeichnung? Oh ja, das ist das Happy End, siehst du? Alle lachen und sind glücklich im Paradies. Oh, ich glaube nicht, dass das so einfach wird. Bitte folg einfach den Stichpunkten, die wir besprochen haben. Und nicht singen, klar? Okay, na schön. Dann verlasse ich mich eben auf mein brillantes Impro-Talent. Hi, ich bin Charlie. Katie Killjoy. Ich würde sagen, es ist mir eine Freude, aber das wäre gelogen. Nimm das da ruhig weg. Ich berühre keine Lesben. Ich hab Standards. Oh ja? Und wie läuft's damit so für Sie? Pass auf, meine Zeit ist Geld, also halte ich's kurz. Du bist nicht hier, weil wir dich hier haben wollten. Du bist hier, weil Jeffrey es nicht pünktlich zu seiner Kannibalen-Kochshow geschafft hat. Du magst irgendeine royale Wichtigtuerin sein, aber das interessiert mich einen Scheiß. Ich bin viel zu reich und einflussreich, um einen fliegenden Fick darauf zu geben, was eine anzutragende Prinzessin mir anpreisen will. Aber also halt bloß die Finger still, Kleine, oder ich reiß dir den Scheißkopf ab. Und wir sind live. Willkommen zurück. Also, Charlotte. Ich heiße Charlie. Wie auch immer. Erzähl uns doch von diesem Herzensprojekt, mit dem du unseren Sender so unnachgiebig belästigt hast. Nun, wie die meisten von euch wissen, wurde ich in der Hölle geboren. Und da habe ich mein Leben lang immer nach dem Guten in allen Dingen gesucht. Die Hölle ist meine Heimat und ihr seid meine Familie. Wir haben gerade eine weitere Ausmerzung durchgemacht. Wir haben so viele Seelen verloren und es bricht mir das Herz, wie viele Leute jedes Jahr abgeschlachtet werden. Niemand bekommt auch nur eine Chance. Ich kann nicht untätig zusehen, während mein Zuhause dieser Gewalt ausgesetzt ist. Also habe ich nachgedacht. Gibt es keinen humaneren Weg, um mit der Überbevölkerung in der Hölle umzugehen? Vielleicht finden wir einen anderen Weg, um Seelen zu ändern. Zum Beispiel durch, Erlösung. Also ich denke ja. Und genau das soll mein Projekt erreichen. Ladies und Gentlemen, ich eröffne das erste seiner Art. Ein Hotel, das Sünder rehabilitiert. Ihr versteht? Weil Hotels für Leute auf der Durchreise sind? Als Zwischenstopp? Meint ihr das wirklich ernst? Sie denkt... Oh, sie ist verrückt. Ich dachte mir, es wäre sinnvoll. Ein Ort, um auf die Erlösung hinzuarbeiten. Yay! Dumme Nutte. Passt auf. Jeder einzelne von euch hat einen guten Kern ganz tief in ihm drin. Ich weiß, dass das wahr ist. Vielleicht erreiche ich euch so ja gar nicht. Oh nein. Ich hab nen Traum, der macht mich stolz. Es geht um dieses herrliche neue Hotel. Ja, es ist ganz speziell, komplett originell. Und sorgt sich um ne klare Klientel. In jedem Dimmer steckt ein Regenbogen. In jedem Sünder steckt ein fettes Lächeln drin. In jedem Rosa klingelt ein Smiley.
süßes Zuckerkinderherz. Wir können etwas tun. Wir führen euch zum Ruhm. Mit nur ein bisschen Zeit in meinem Happy Hotel. Die ganzen Junkies, Freaks und Spinner, Mörder, Pfeifen und Muslimer, und eure gefallenen Helden, Hilfen, Not. Alle Deppen, Schlampen, Kranken, Werbe sind mit Schnaps getrunken. Auch ihr Drogen, auf ihr braucht keine Angst. Auf Ewigkeit werdet ihr geheilt. Wir schaffen das, darauf ist Verlass. Gleich hier in der Hölle beim Happy Hotel. Küsschen, Wolken und Zuckerabenteuer. Und was für eine Show. Ihr denkt euch sicher, wow. Bald, wenn ihr bei mir seid. Markus, Freund, Psycho, Früchte. Alle eure Pornosüchte. Alte Römer, Kreuzesfische, endet her. Kannibalen, Kinderwirre. All die Monster, die wir irre. Schaum gepackt, die teure Bünder, kommt zu mir. Wir sind mit ganz, das wird ein Tanz. Ohne volle Fans, es ist kaum Distanz. Ja, es wird so toll. Das war scheiße! Was? Bei den neun Zirkeln lässt dich glauben, auch nur ein einziger Höllenbewohner würde sich einen Scheiß darum kümmern, eine bessere Person zu werden, ha? Hast du überhaupt einen Beweis, dass dein kleines Experiment funktioniert? Du willst, dass die Leute gut werden? Und das einfach so? Nun, wir haben auch bereits einen Schirmherr. Jemanden, der in unsere Sache glaubt und große Fortschritte macht. Oh, und wer mag das wohl sein? Oh, nur jemanden namens Angel Dust. Der Pornostar? Dass du sowas weißt, Tom. Na jedenfalls, ist das kaum eine große Leistung. Diese Nutte kriegst du überzeugt, so ziemlich alles zu tun mit genug Schnee und Gleitmittel. Oh, das sehe ich anders. Er ist friedlich, clean und hat seit 2 Wochen keinen Ärger mehr gemacht. Schlagzeile! Wir haben soeben erfahren, dass sich ein neuer Kontrahent in den Revierkampf eingemischt hat. Schauen wir es uns doch mal an. Oh, Scheiße. Sag das ruhig lauter. Es scheint, wer sich in den Kampf eingemischt hat, ist niemand anderes als Porno-Schauspieler Angel Dust. Was für ein lustiger Zufall. Du musst dich furchtbar dämlich fühlen, was? Quoten! Nein, nicht hinsehen! Tja, es sieht wohl ganz danach aus, als sei dein kleines Projekt eine Totgeburt. Erzähl mal, wie fühlt es sich an, ein völliger Versager zu sein? Ach ja, tja, wie fühlt es sich an, dass ich deinen Stift habe, hä? Huh? Schlampe? Ups. Hey, danke für die Verstärkung, Angie. Na sicher doch. Das ist seit Ewigkeiten die beste Action, die ich hatte. Hey, wo warst du denn überhaupt? Ich dachte, du wärst tot oder so ein Scheiß. Oh, ich wünschte es. Ich hab in diesem beschissenen Hotel am Arsch der Welt rumgehangen. So zwei Tussen lassen mich da gratis wohnen, solange ich auf nett mache. Du weißt schon, nicht kämpfen, nichts anstellen, keine problematischen Ausdrücke. Ihre Worte, nicht meine. Diese blöden Schlampen sind so lahm. Ich war jetzt seit 2 Wochen sauber. Heilige Scheiße. Naja, halbwegs sauber. So sauber, wie man eben mit einer Tonne kolumbianischen Marschierpulver sein kann. Oh, härter, Daddy. Mein Sohn. Ihr Dirnen habt doch keinerlei Klasse. Im Krieg wird nur die Seite erinnert, die den meisten Stil hat. Oder die Seite, die nicht tot ist. Apropos Stil, ist dein Hut irgendwie am Leben oder so? Oh, nun also das geht dich ja wohl überhaupt gar nichts an. Oder irre ich mich? Heißt das dann, dein Hut ist der Top und du bist der Bottom? Ich werde euch auspeitschen, bis ihr umfallt. Mm, klingt geil. Och doch nicht so, Perverser. Jetzt bist du nicht mehr so hinterfotzig, oder? Ey, Kumpel, du musst echt aufpassen, was du von dir gibst. Ich meine, ich mache diese Sexwitze schon die ganze Zeit. Und du scheinst es offensichtlich nicht zu begreifen. Ich meine, das ist einfach traurig. Meinst du, du kriegst großen Ärger hierfür? Was soll ein kleines Gerangel schon anrichten? Wieso hilft mir denn niemand? Gut, dass du immer noch der Alte bist. Mit dir mache ich immer noch am liebsten Party. Geht mir auch so, Zuckertittchen. Bereit, es zu Ende zu bringen? Bereit geboren, Baby.
Was? 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 Was hast du gemacht? Ach, ich war meiner Kumpelin Gefallen schuldig. Ist das keine erlösende Qualität, Freunden mit Problemen zu helfen? Doch nicht bei Gangkriegen, die in territorialem Genozid enden! Ach, du gewinnst ein paar, du verlierst einige hundert. So schlimm war es doch gar nicht. Hm? Ach komm schon, ich musste dahin. Mein guter Ruf stand auf dem Spiel. Ich meine, was für ein Bild wäre das, wenn ich so aussehe, als wollte ich versuchen, sauber zu werden? Das geht entgegen meiner ganzen Präsentation. Dein guter Ruf? Was ist mit dem Hotel? Dein kleiner Auftritt hat uns aussehen lassen wie ein verfickter Witz. Nein, 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 Babe. Witze sind lustig. Ihr seht eher traurig aus. Und erbärmlich. Wie ein Waisenkind. Ohne Arme. Oder Beine. Oh, mit Progerie. Klasse, jetzt fühle ich mich scheiße, weil ich dran gedacht habe. Gibt's hier drin Schnaps? Kannst du wenigstens versuchen, das hier ernst zu nehmen? Schön, ich versuch's. Du musst ja nicht gleich deinen Taco versalzen, Baby. War das jetzt sexistisch oder rassistisch? Was auch immer dich mehr anpisst. Gibt's hier drin denn wirklich gar keinen Schnaps? Ich werde ihn umbringen. Zu spät, Süße. Warte, heißt das, ich wäre dann doppelt tot? Und wo soll ich dann hinkommen? In die Doppelhölle? sorry, aber ich kleb an dir, Bitch. Gewöhn dich dran. Komm schon, wen kümmert's, ob ein paar Wichser verletzt werden? Die meisten sind sowieso hässliche Freaks, die hängen doch fast nur missratene Hackfressen rum. Musst du gerade sagen. Hey, mein Körper ist makellos. Jeder will was von mir und ich habe die gruselige Fanpost dabei, die das beweist. Ja, das war wirklich uncool von dir, Angel. Uncool? Nach dieser Aktion sehe ich schwarz, dass irgendjemand auch nur in die Nähe des Hotels kommen will. Und das alles nur dank dir und deinem selbstverliebten Scheiß. Heißt das, ich darf nicht mehr gratis bei euch wohnen? Ach, tja, Mist. Hey, komm schon. Wir wissen noch nicht, ob es vorbei ist. Entspann dich, Vergi. Es wird alles gut werden. Wird vielleicht mal Zeit, was Anständiges zu essen zu besorgen. Du weißt schon, um all die anströmenden Seelen zu füttern. Hey, Mom. Ich weiß, ich rufe ständig an, aber du musst beschäftigt sein. Sehr beschäftigt. Aber, das Interview lief nicht so gut und ich weiß nicht, ob ich hier wirklich etwas erreichen werde. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich könnte wirklich deinen Rat gebrauchen, Mom. Ich fürchte, Dad hatte recht, was mich angeht. Uff. Aber ich lege besser auf, bevor ich mich verzettel. Lieb dich. Tschö. Vor der Tür. Was? Wer? Was soll ich tun? Ihn bloß nicht reinlassen? Dürfte ich jetzt sprechen? Ja, aber... Alistair, schön, dich kennenzulernen, Schätzchen. Wirklich sehr schön. Verzeih den plötzlichen Besuch, doch ich sah dein Fiasko in der Flimmerkiste und ich konnte einfach nicht widerstehen, was für ein Auftritt. So gut wurde ich nicht mehr unterhalten seit dem Börsencrash von 1929. Ach, so viele Waisenkinder. Keinen Schritt weiter! Ich kenne deine Spielchen.
Und ich lass nicht zu, dass du hier irgendjemandem etwas antust, du doppelzüngiger, aufgesetzter Bastard! Wenn ich hier jemandem etwas tun wollte, dann hätte ich es längst getan! Nein, ich bin hier, weil ich helfen möchte! Was sagst du da? Na, helfen! Hallo, ist das Ding an? Test, 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 test! Also ich höre dich laut und deutlich! Und du also willst uns helfen bei... Bei dieser bescheuerten Aktion, die ihr hier versucht! Diesem Hotel! Ich will euch unter die Arme greifen! Aber... wieso? Wieso macht irgendjemand irgendwas? Schiere, absolute Langeweile! Ach, ich habe seit Jahrzehnten keine Inspiration mehr gehabt. Meine Arbeit ist so alltäglich, so unbestimmt, ziellos! Ich bin auf der Suche nach einer neuen Form der Unterhaltung! Und ein Faustkampf im Fernsehen zählt als Unterhaltung für dich? Es ist die reinste Form, meine Liebe. Realität, wahre Hingabe. Immerhin ist die Welt eine Bühne. Und die Bühne ist eine Welt der Unterhaltung. Also, denkst du wirklich, es wäre möglich, einen Dämon zu rehabilitieren? Natürlich nicht! Das ist vollkommen sinnbefreit! Erlösung! Oh, die nicht existente Menschlichkeit! Nein, 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 nein! Ich glaube nicht, dass es etwas gibt, das solch schurkige Sünder retten kann! Ihre Chance war ihr früheres Leben und die Bestrafung ist das hier! Da gibt es kein Zurück mehr! Aber dann, wieso willst du mir helfen, wenn du nicht an die Sache glaubst? Sieh es als Investition in endlose Unterhaltung für mich selbst. Ich will den Abschaum der Welt beim Versuch beobachten, den Berg der Besserung zu erklimmen, nur um zu sehen, wie sie immer wieder stolpern und hinabfallen in die feurige Grube des Versagens. Ach so. Ganz genau. Ich sehe große Dinge auf uns zukommen und wer könnte eine bessere Hilfe sein als ich? Also, was geht mit der Grinsekatze da ab, hä? Warte, du hast noch nie von ihm gehört? Du lebst ja doch schon länger als ich. Der Radiodämon, eines der mächtigsten Wesen, das die Hölle je gesehen hat. Bin kein Fan von Politik. Vor Jahrzehnten manifestierte sich Alistair scheinbar über Nacht in der Hölle. Er fing an, Großmeister zu stürzen, die seit Äonen geherrscht hatten. Solch Ruhekraft war nie zuvor von einer sterblichen Seele beherrscht worden. Dann übertrug er das Blutbad live in der ganzen Hölle, einfach damit jeder seine Fähigkeiten bezeugen konnte. Die Sünder nannten ihn den Radiodämon. So unkreativ das auch ist. Viele spekulieren seither, welch unvorstellbare Macht ihm ermöglicht haben mag, die verheerendsten Übel dieser Welt herauszufordern. Doch eins ist sicher, er ist eine unberechenbare Quelle der Gefahr, ein boshaftes Mysterium und ein grausames Monster des Chaos, mit dem wir uns unter keinen Umständen einlassen dürfen, außer wir wollen ausgelöscht werden. Bist du fertig? Der sieht aus wie ein Erdbeerzuhälter. Ich vertraue ihm jedenfalls nicht. Um fair zu sein, vertraust du irgendeinem Mann? Männern? Hä? Na, Männern? Charlie, hör mir zu. Du darfst diesem Schurken kein Wort glauben. Er kann mehr als nur nett lächeln. Er ist ein Geschäftemacher. Das reine Böse. Er kann nicht erlöst werden. Und er sucht mit Sicherheit nach einem Weg, um alles zu zerstören, was wir hier aufgebaut haben. Das wissen wir doch nicht. Sieh mal, ich weiß, er ist schlimm und ich weiß, dass er sich wohl nicht ändern will. Aber der Sinn dieser ganzen Sache ist doch, Leuten eine Chance zu geben. Zu hoffen, dass es besser werden kann. Wie könnte ich da jemanden abweisen? Ich kann's nicht. Es widerspricht allem, was ich hier erreichen will. Allem, an das ich glaube. Vertrau mir einfach. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Charlie, was auch immer du tust, lass dich nicht auf einen Deal mit ihm ein. Keine Sorge. Eine Sache hat mein Vater mir beigebracht. Lass dir nichts von anderen Dämonen gefallen. Okay, also. Du weichst meinen Fragen aus und siehst offensichtlich einfach alles, was wir hier tun, als Witz an. Aber ich tue das nicht. Ich denke, jeder sollte beweisen dürfen, dass er sich bessern kann. Daher nehme ich dein Angebot an. Unter der Bedingung, dass kein Trickster-Voodoo-Haken dranhängt. Also haben wir einen Deal. No, kein Handschlag, keine Deals. Ich, als Prinzessin der Hölle und Erbin des Throns befehle ich dir hiermit, uns im Hotel zu helfen. Und zwar, solange du Lust hast. Klingt das fair? Fair genug. Cooles Ding.
Kopf hoch, meine Liebe! Du bist niemals richtig angezogen ohne ein Lächeln! Also, wo ist das Hotelpersonal? Nun. Wir werden mehr brauchen als das. Und was kannst du tun, mein femininer Freund? Ich kann dir den Schwanz lutschen. Ha, nein. Dein Pech. Also das wird nicht genügen. Ich schätze, ich kann ein paar Gefallen einlösen, um das hier etwas zu beleben. Dieses liebreizende Schätzchen ist Nifty. Es ist schön, euch alle kennenzulernen. Es ist lange her, dass ich neue Freunde getroffen habe. Wieso sind hier nur Frauen? Sind hier irgendwo Männer? Tut mir leid, das war unhöflich. Oh Mann, ist das hier schmutzig. Der Schuppen braucht einen Frauentouch. Was komisch ist, weil ihr alle Frauen seid. Nicht böse gemeint. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Nein, nein, nein. Nein. No. Seht her und weint, Jungs. Voll. Whoa. Was zur Hölle ist das denn? Du. Ah, Husker, mein guter Freund. Wie schön, dass du kommen konntest. Komm mir nicht mit, Husker, du dreckiger Scheißkerl. Ich war gerade dabei, den ganzen verdammten Pott zu gewinnen. Freut mich auch, dich zu sehen. Also, was willst du diesmal von mir? Mein Freund, ich betätige mich hier ehrenamtlich und ich war so frei, deine Dienste ebenfalls anzubieten. Ich hoffe, das sagt dir zu. Willst du mich verarschen? Nein, ich denke eher nicht. Du hältst dich wohl für wahnsinnig witzig, mich einfach aus dem Nichts herbeizuzaubern. Denkst du, ich wäre dein verschissener Clown? Vielleicht. Ich mach sicher nichts Wohltätiges. Nun, du bist meine allererste Wahl, um den Freundtresen dieses feinen Etablissements zu bemannen. Mit deinem charmanten Lächeln und deiner einladenden Ausstrahlung ist dieser Job wie für dich gemacht. Keine Sorge, mein Freund. Wir können es hier einladender für dich gestalten. Wenn es beliebt. Was? Meinst du, du kannst mich einfach mit einem Grinsen und billigem Schnaps kaufen? Ja, kannst du auch. Hey. Nein, keine Bar, kein Alkohol. Das hier soll ein Ort sein, der frei von solchen Sünden ist. Und kein verkommenes Männerhöhlenbordell. Halt's Maul. Wir behalten die Bar. Hey. Fick dich doch selbst. Aber nur, wenn du zusiehst. Oh mein Gott, willkommen im Happy Hotel. Du wirst es hier drin lieben. Die Fähigkeit zu lieben habe ich vor Jahren verloren. Also, was haltet ihr davon? Das ist der Wahnsinn! Ist okay. Das hier verspricht äußerst unterhaltsam zu werden. Du hast einen Traum, der macht dich stolz. Und der ist dumm wie Sau, aber hey, Kleine, was soll's? Du bist ein einzigartiger, schlichtweg fabelhafter Clown. Nun geben wir den Teufeln etwas mehr Raum. Los, Jungs! In einfach jedem Dämon steckt ein hoffnungsloser Fall. Doch wir kleiden sie schön ein und lächeln viel. Lächeln viel! Und wir dekorieren den Saustall mit ein bisschen Rettungsflair. Und wir zeigen diesen Trotteln erstmal Stil. Oh, hier tief unter Grund wird der Plan doch recht gesund. Sie leben sich schon ein, hier in diesem Hespenhof. Nun, sieh an, wo der gestreifte Narr sich herumtreibt. So sehen wir uns also wieder, Alistair. Kennen wir uns? Oh, und wie wir das tun. Und dieses Mal habe ich das Element der Überraschung. Ich bin so teuflisch. Oh, das hat weh. Also ich hab einen Riesenhunger. Wer hat Lust auf Jambalaya? Meine Mutter kannte ein herrliches Rezept für Jambalaya. Es hat sie sogar beinahe umgebracht. Man könnte sagen, es war scharf wie Hölle. Ich hab einen Lauf.
In der Tat ist dies der Beginn einiger bedeutender Änderungen hier. Das Spielbrett steht. Nun, seid bereit. Werden Sie mich jetzt mit Ihren Strahlen beschießen? We're all alone, no chaperone can get our number. The words it's slumber. Misbehave. There's something wild about you, child, that's so contagious. Let's be outrageous, let's misbehave. When Adam warned Eve, said you wouldn't stand for teasing. He didn't care about those apples out of season. They say the spring means just one thing to little lovebirds. We're not above birds, let's misbehave. If you'd be just so sweet and only meet your fate, it'd be the great event of 1928. Just to make this clear, it isn't personal. But life just sometimes is so awfully dull. We're all alone, no chaperone can get our number. The words that slumber, let's misbehave.